Einen wunderschönen guten Tag, liebe Videospielfans. Mein Name ist Florian Merz und ich habe die große Ehre, euch heute hier auf diesem Kanal und dieser Ausgabe meiner Videogame-Historienserie willkommen zu heißen. Denn heute dreht sich alles, aber wirklich alles, um eine der populärsten, aber auch am kontrovers diskutiertesten Fighting-Game-Franchises überhaupt. Namentlich Mortal Kombat! Mortal Kombat existiert schon seit den frühen 90er Jahren und hat bis heute Bestand. Aktuell ist der Titel Mortal Kombat 11 mit Aftermath on the Horizon und gehört, wie gesagt, zu den bekanntesten und beliebtesten Franchises im Fighting-Game-Genre. Das Ganze ist natürlich nicht unkontrovers, weil Mortal Kombat sticht besonders, vor allem in der Anfangszeit und heute noch mehr, aufgrund einer Komponente hervor, und das ist die Brutalität und auch ja, die Art und Weise, wie hier digitales Blut verspritzt wird. Aber trotzdem hat der Titel mehr als nur abgetrennte Gliedmaßen und digitale Körperteile zu bieten. Dementsprechend tauchen wir einfach mal ganz tief ein in die Materie. Ich werde in dem folgenden Video übrigens nur die Titel behandeln, die zu der Hauptstoryline gehören. Also sprich 1, 2, 3, 4, Deadly Alliance, Deception, Armageddon und Co. Und auch ein, zwei Worte zu Mortal Kombat vs. DC Universe verlieren, weil das ist im Endeffekt so ein Titel, der zwar nicht zur Story gehört, als offiziell 8. Teil in der Serie angesehen wird. Und eigentlich auch so als Basis für Injustice dient, aber dazu dann später mal mehr. Dementsprechend viel Spaß auf jeden Fall jetzt mit den ersten drei Titeln und dann schauen wir mal weiter. Sie ist eine der bekanntesten Serien in der Welt der Fighting Games und Videospiele generell. Mortal Kombat. Das spielgewordene Schlachtfest begeistert seit den 90ern die Spieler rund um den Globus und sorgt bis heute für unzählige abgetrennte virtuelle Körperteile. Die Serie selbst nahm einen langen Weg, blieb sich dabei jedoch stets treu. Ein Kampfspiel, das sowohl mit der Mechanik überzeugen kann, aber auch aufgrund der gegebenen Brutalität immer wieder kritisiert oder auch gefeiert wurde. Seinen Anfang nahm die Serie als Titel, der von gerade einmal 4 Personen entwickelt wurde und bis heute von diesen geprägt ist. Ed Boon, John Tobias, John Vogel und Dan Forden. Insbesondere Boon wird heutzutage als Repräsentant der NetherRealm Studios wahrgenommen, dem Entwicklerstudio hinter der Mortal Kombat-Reihe. Ursprünglich von Midway Games vertrieben, ehe Boon Studio zusammen mit den Rechten an Warner Bros. Verkauft wurde. Die Entwicklung des ersten Mortal Kombats begann 1991 und kulminierte im Release des Titels im darauffolgenden Jahr. Zunächst als Arcade-Game konzipiert, folgte im Anschluss eine Umsetzung für das Sega Mega Drive oder auch Genesis, Super Nintendo, MS-DOS und weitere Konsolen und sogar eine Umsetzung für den Nintendo Game Boy gab es. Ursprünglich von nur 4 Personen geschaffen, schaffte es der Titel dennoch die große Konkurrenz, allen voran Street Fighter 2, zu schlagen oder zumindest gleichzuziehen und für einen rasanten Absatz zu sorgen. Doch trotz der positiven Kritiken und finanziellen Erfolge war Mortal Kombat beinahe im Alleingang dafür verantwortlich, dass in den USA das ESRB Rating Board gegründet wurde. Die Brutalität rief die US-amerikanische Politik auf den Plan, die unter anderem die Werte der Bürger bedroht sah. Das ESRB Rating Board hat bis heute Bestand, wurde nur entsprechend an umfangreichere Altersklassen angepasst. Und ja, auch Mortal Kombat wird nach wie vor damit entsprechend eingestuft. And MA-17 for 17-year-olds and older. The timing of the peace offering was no accident. Just an hour later, the Senate began hearings on new legislation to prevent violent games from reaching kids. Dennoch, oder gerade aufgrund der Kontroverse um den Inhalt des Spiels, interessierten sich immer mehr und mehr Menschen für das Prügelspiel. Übrigens entstand der Name Mortal Kombat per Zufall. Im Studio der Macher stand auf einem Whiteboard der Begriff Kombat mit einem C geschrieben, wurde jedoch aus unbekannten Gründen mit einem K überschrieben. Am Ende blieb der Titel haften und so kam Mortal Kombat zu seinem Namen. Mit einem K. Inhaltlich steht die direkte Konfrontation verschiedener Charaktere im Mittelpunkt, die durch besonders brutale Manöver plus den Fatalities aus dem Leben gelöscht werden. Zu dem ursprünglich aus 8 Kämpfern bestehenden Roster gehören folgende Charaktere, die auch heute noch Bestand haben.
Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, Raiden, Kano und zwei der berühmtesten Videospiel-Ninjas überhaupt, Sub-Zero sowie Scorpion. Die Charaktere Shang Tsung, Reptile und Goro können nur bekämpft und nicht selbst ausgewählt werden. Diese sind nach wie vor Teil der Serie und lassen sich mittlerweile aber auch spielen. Im Gegensatz zu anderen Prügelspielen stand bei Mortal Kombat schon immer eine Geschichte im Vordergrund. Das Mortal Kombat selbst ist ein Turnier zwischen den Welten Outworld und Earthrealm. Outworld plant unter der Führung von Shao Kahn seit Äonen Earthrealm einzunehmen, muss dazu aber 10 aufeinanderfolgende Mortal Kombat Turniere gewinnen. Donnergott und Earthrealm-Beschützer Raiden möchte das natürlich verhindern und sammelt die stärksten Krieger der Erde um sich, um gegen die Schergen von Shang Tsung anzutreten. Am Ende gelingt es Liu Kang, Outworlds Champion zu bezwingen und so den Untergang Earthrealms abzuwenden. Vorerst. In der Welt von Mortal Kombat existieren neben dem Earthrealm und Outworld weitere Welten. Idinia, das Netherrealm, Orderrealm, Chaosrealm, Dreamrealm und Heaven. Während die meisten Lebewesen in den einzelnen Realms beheimatet sind, leben die Elder Gods, also die Götter, die über den Wächtern der einzelnen Realms stehen, wie zum Beispiel Donnergott Raiden, in Heaven. Die Elder Gods waren es auch, die das Mortal Kombat ins Leben riefen, um Earthrealm eine Chance im Kampf gegen Shao Kahn und Outworld zu bieten. Nach Mortal Kombat folgte bereits ein Jahr später Mortal Kombat 2. Der Titel selbst hat sich optisch nicht wirklich verändert, wurde aber inhaltlich und in Sachen Gameplay um mehrere spielbare Charaktere erweitert, respektive verbessert. In Mortal Kombat 2 stehen nun 12 verschiedene Figuren zur Auswahl. Neben den aus Teil 1 bekannten Kämpfern stoßen nun Baraka, Jackson, Jax, Briggs, Kitana, Kung Lao und Melina zum Lineup hinzu. Kano und Sonya Blade verschwinden hingegen und wurden gegen Reptile und Shang Tsung ausgetauscht. In Sachen NPCs wurden Reptile, Shang Tsung und Goro durch Kintaro sowie Outworld Big Boss Shao Kahn ersetzt. Inhaltlich wird die Geschichte des Turniers fortgesetzt. Zauberer Shang Tsung ist aufgrund der Niederlage von Outworld im Zuge des Mortal Kombats in Ungnade gefallen. Bevor Outworld-Herrscher Shao Kahn ihn jedoch vernichten kann, bietet er ihm ein weiteres Turnier als Lösung an. Dieses soll jedoch anstatt in Earthrealm in Outworld ausgetragen werden und sozusagen eine Doppelt- oder Nichts-Chance bieten. Gewinnen die Kämpfer des Earthrealms, lässt Outworld von jeglichen Übernahmenplänen ab. Siegen jedoch die Krieger Shao Kahns, beginnt Outworld augenblicklich mit der Invasion. Doch, und wie könnte es auch anders sein, gelang es am Ende Liu Kang, den Herrscher Outworlds, Shao Kahn, im Zweikampf zu bezwingen. Earthrealm war sicher, oder? Die Antwort darauf sollte 1995 Mortal Kombat 3 geben, das einmal mehr den bestehenden Roster erweitert und mit neuen Kämpfern auffüllt. Insgesamt 14 Kämpfer stehen nun für den blutigen Wettstreit zur Auswahl. Neu mit dabei sind die Charaktere Cyrax, Cable, Nightwolf, Sektor, Sindel, Shiva und Striker. In Teil 2 fehlte noch Sonya Blade, jedoch ist diese nun erneut als Charakter wählbar. Stattdessen fehlen jedoch Figuren wie Reptile, Shao Kahn, Scorpion und einige weitere. Diese kehrten jedoch in das Spiel zurück, als Ultimate Mortal Kombat 3 veröffentlicht wurde. Hierbei tritt die Serie in ähnliche Schuhe, die bereits Street Fighter 2 trug. Eine erweiterte Version von Mortal Kombat 3 mit neuen Charakteren. Tatsächlich bietet Ultimate Mortal Kombat 3 nicht nur die Figuren der Ursprungsversion, der Titel erweitert den bestehenden Roster um 4 zusätzliche Kämpfer. Jade, Kitana und holt zumindest Reptile und Scorpion zurück. Classical Sub-Zero, Ermac und Melina lassen sich zudem mittels eines speziellen Ultimate Combat Code freischalten. Doch sowohl MK3 als auch die Ultimate-Version bieten die gleiche Geschichte, die wie schon beim Vorgänger inhaltlich fortgesetzt wird. Obwohl Liu Kang Shao Kahn in Mortal Kombat 2 bezwang, ersann dieser direkt im Anschluss einen alternativen Plan, um Earthrealm doch noch einzunehmen. Hierfür wird die früh gestorbene Königin und Frau von Shao Kahn, Sindel, wiederbelebt. Jedoch nicht in Outworld, sondern in Earthrealm. Dies würde Shao Kahn erlauben, die Grenzen zwischen den Realms zu übertreten. Durch den Übertritt Kahns verschmelzen die Welten miteinander, was zur Folge hat, dass augenblicklich Milliarden Menschen ihre Seele verlieren. Raiden gelang es jedoch, einige der mächtigsten Krieger um sich zu scharren und vor dem Seelenraub zu beschützen. Diese Kämpfer müssen sich nun Shao Kahn in den Weg stellen und die totale Vernichtung des Earthrealms zu verhindern. Er selbst hat keine Macht in Outworld und die Erde gehört nun teilweise zum Reich Shao Kahns. Sollte dieser bezwungen werden, könnten jedoch alle zerstörten Seelen wiederhergestellt werden. Und tatsächlich gelang es den Kämpfern Earthrealms, die Bedrohung durch den Imperator Outworlds abzuwenden und den vermeintlichen Unsterblichen zu bezwingen.